Uns geht es hier um das Thema Erhalt des Bahnhofes im Timmendorfer Strand. Es ist für uns überhaupt nicht zu akzeptieren, dass der Bahnhof nach Radekau verlagert werden soll. Dies bedeutet für die Pendler circa bis zu 2 Stunden mehr Zeittransfer, um aus dem Ort nach draußen zu kommen oder von draußen zu uns in den Ort zu kommen. Die Bäderbahn und der bestehende Bahnhof Timmendorfer Strand sind letztendlich der Schlüssel für eine gute Zukunft von Timmendorfer Strand. Er nützt den Einheimischen praktisch zur Schule und zur Arbeit zu kommen, aber natürlich auch denen, die nach Timmendorfer Strand kommen wollen, möglichst bequem und stressfrei Timmendorfer Strand zu erreichen. Bei der Bahn sind wir leider zweifach betroffen. Einmal, dass unsere Stammgäste, insbesondere die Älteren, häufig mit der Bahn anreisen und dass jetzt die Anreise, wenn die Bahnstation wegfallen würde, deutlich erschwert werden würde. Da ich jeden Tag mit dem Zug nach Lübeck fahre und dann zur Uni und der Bahnhof nicht mehr vorhanden wäre, dann müsste ich mit dem Bus fahren und das würde 3-mal so lange dauern. Deshalb wäre ich recht froh, wenn der Bahnhof hier erhalten bleiben würde. Ohne den Bahnhof hier bei uns direkt in Timmendorfer Strand würde sich das der Gast überlegen. Denn der Gast, wie in allen Orten oder auch jetzt nicht nur was den Strand betrifft, ist bequem. Wenn der vorher weiß, okay, ich muss umsteigen, egal auch wo immer, ob es jetzt in Radekau zum Beispiel ist, dann fragt er sich schon, okay, tut das Not oder kann ich vielleicht einen anderen Ort fahren, wo ich nicht umsteigen muss. Hier bei uns für den Strand und für den Ort wären diese Gäste verloren, die auch immer sonst sehr gerne hier hinkommen. Als Fahrgastverband pro Bahn gehen wir davon aus, dass eine Aufgabe der bestehenden Bäderbahn und des Bahnhofes in Timmendorfer Strand zu einem deutlichen Rückgang der Fahrgastnachfrage insgesamt und damit natürlich auch der Ein- und Aussteigerzahlen in Timmendorfer Strand führen wird, was natürlich hier auch gerade für die Tagestouristen und Urlauber ein deutliches Minus bedeuten wird. An einem Samstag, 11 Uhr vormittags, kommen ca. 400 Pendler aus einem Zug, eventuell mit 20 Fahrrädern. Wie wollen wir diese Leute von Radekau dann nach Timmendorfer Strand pendeln? Hier ist planungstechnisch unverantwortlich gearbeitet worden bisher. Der Fachkräftemangel in der Hotellerie und Gastronomie ist enorm und wir als Arbeitgeber stehen natürlich dann im Wettbewerb noch schlechter da, wenn unsere Mitarbeiter uns nicht mehr erreichen können. Insbesondere unsere Auszubildenden haben teilweise noch keinen Führerschein und sind dann auf die Bahn angewiesen. Abbau von Arbeitsplätzen, weniger Steuereinnahmen für die Kommune, das bedeutet natürlich auch weniger Investitionen in Sozialeinrichtungen, Schulen, Kindergärten etc. Wir hoffen, dass die Vernunft eine Chance bekommt, sich mit diesem Thema hier nochmal auseinanderzusetzen, damit der Bahnhof in Timmendorfer Strand erhalten bleibt.